See everything we believe, we just see it. Servus meine Freunde und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, mir ist leider gerade nichts Besseres eingefallen so als Intro. Ich hoffe euch geht's wieder gut da draußen. Und zwar habe ich mir heute leider nichts überlegt, sondern das ist einfach so ein random Vlog, sag ich mal. Ja, ich wollte euch einfach mal kurz so auf dem Laufenden halten, was jetzt hier so auf dem Kanal noch passieren wird. Ich habe es zwar eigentlich fast in jedem Video schon angekündigt, was hier passieren wird, also von Musik her, vom Motorradfahren und so. Aber es gibt neue Erkenntnisse, sage ich mal, nächsten Monat, das heißt im Juli, in genau 2 Wochen, nicht mal, 1,5 Wochen, kaufe ich mir eine neue GoPro, beziehungsweise meine erste GoPro, um endlich mal richtige Motorvlogs zu machen, was ich eigentlich schon länger machen wollte. Das Problem ist, ihr wisst ja, ich habe immer das Geld, was ich mir angespart habe, in meinen DJ-Controller investiert. Deswegen musste ich jetzt wieder ein bisschen warten, ein bisschen was zusammensparen. Ja, das Problem ist, ich wollte mir eigentlich so viel Neues holen, das kennt ihr wahrscheinlich, also wenn ihr was seht und ihr wollt es unbedingt haben, aber ihr habt das Geld nicht auf der Seite. Genau das gleiche Problem kenne ich auch. Eigentlich wollte ich mir als erstes, bevor ich mir überhaupt was anderes hole, eine neue Kamera holen. Aber ich dachte mir, warum? Weil ich habe ja schon eine. Das heißt, ich versuche einfach das Beste aus der rauszuholen. Die ist jetzt wirklich schon, ich glaube, 5, 6, 7 Jahre alt, die Kamera. Macht Full HD Videos, das reicht eigentlich. Gut, viele gehen hier auf 4K und was weiß ich alles, aber ich dachte mir einfach, warum soll ich wechseln, oder was heißt wechseln, warum soll ich jetzt wieder erst in eine Kamera investieren, obwohl ich ja schon eine habe. Gut, beim DJ-Controller war es ja auch so, ich hatte ja eigentlich einen, warum habe ich mir einen neuen geholt? Ja, das war ein einfacher Grund, ich habe mir den eigentlich nur geholt, um selber zu lernen, mit einem Pioneer DJ-Controller umzugehen, damit ich auch mal in Clubs, was das Ziel eigentlich davon ist, umzusetzen. Das heißt, ich will ja in Clubs auflegen und ihr wisst ja, in jedem Club gibt es ja eigentlich nur noch Pioneer-Controller. Und ich dachte mir, hey, ich investiere jetzt halt einmal viel Geld und habe halt was für Jahre, wirklich für Jahre. Und da ist einfach das Geld gut angelegt, man hat was davon und man lernt halt nie aus, sage ich mal. Und das Coole ist einfach zum Beispiel jetzt vom Pioneer, die machen eigentlich so von neuen Futures jetzt nicht unbedingt zu viel, also wenn neue Produkte rauskommen, sondern meistens verfeinern sie es oder machen es schöner oder setzen die Knöpfe woanders hin. Auf jeden Fall, wie gesagt, bevor ich mir halt, wie gesagt, die Kamera kaufen wollte, habe ich mir einen neuen DJ-Controller geholt und ich muss wirklich sagen, das Geld hat sich gelohnt. Ich bin mega zufrieden, habe jetzt schon mega viel geübt und gelernt. Also die Leute, die meinen zweiten Channel ja schon kennen, wissen ja, ich habe hier schon ein paar Mixe hochgeladen mit dem Controller. Also gerne mal abchecken, wenn ihr wollt. Ich verlinke euch den wieder unten in die Videobeschreibung. Und genau, also wie gesagt, nächsten Monat fangen endlich mal die Motorvlogs an. Ich habe schon einige, also nicht viele, ich habe einige, sag ich mal, Nachrichten bekommen auf Instagram, was ich richtig geil finde, dass ich mal bitte ein Tutorial machen soll, mit welchem Laptop ich als erstes angefangen habe aufzulegen oder welches Programm nimmst du zur Produktion her. Und das will ich alles euch noch in Ruhe zeigen, bloß ich will mir halt auch ein bisschen Zeit lassen für solche Videos, dass die halt nicht einfach so hergeklatscht werden wie das Video jetzt, weil in dem Video ist ja nichts Schlimmes außer ein bisschen schneiden und das war's, sondern dass ich das ein bisschen schöner mache für euch, ein bisschen aufwendiger auch mache, dass ich auch zufrieden bin und dass ihr zufrieden seid. Und genau, also ich wollte euch nur so kurz auf dem Laufenden halten, was alles kommen wird. Also vom Programm her und so eine Roomtour habe ich jetzt auch vorgehabt, mal zu machen, vielleicht am Wochenende, dass ich euch mal so zeige, was ich jetzt hier eigentlich alles komplett habe, dass ich nicht irgendwie 10.000 Videos mache, sondern ein Video. Ich verlinke euch die Sachen unten in der Videobeschreibung, könnt ihr dann alles nochmal schön anschauen und selbst entscheiden. Zudem mache ich euch noch so Alternativen, so günstigere Varianten. Was ich zum Beispiel jetzt davor hatte, bevor ich mir diese KRK-Boxen geholt habe oder diesen Pioneer-Controller geholt habe. Wie ihr mein Intro gerade gesehen habt, habe ich jetzt kurz hier mit der Gitarre was eingespielt. Ja, das kann ich euch jetzt hier in dem Video kurz sagen. Ich habe früher, ich glaube 4, 5, 6, 7 Jahre, habe ich Gitarrenunterricht gehabt. Ich kann es jetzt leider nicht mehr so wie früher, weil ihr wisst ja, oder die Leute wissen ja, die selbst Musik produzieren, heutzutage geht fast, also es gibt schon noch, aber fast nicht mehr
über echte Instrumente, sondern heutzutage geht alles hier, wie ihr sehen könnt, über ein MIDI-Keyboard, also ein Keyboard, wo man die ganzen Töne einspielt. Da kann man sowohl Gitarreneffekte draufsetzen, da kann man Synthesizer draufsetzen, also jede Menge. Das heißt, eigentlich braucht ein Musikproduzent nicht mehr als ein MIDI-Keyboard, ein Programm halt, um Musik generell zu machen, und ein Mikrofon vielleicht für irgendwelche Vocals oder sowas, aber das war's eigentlich. Das heißt, eigentlich braucht man heutzutage keine Gitarre mehr. Es ist aber geil, Gitarre spielen zu können, sowohl auch Keyboard. Ich hätte gerne, wirklich Leute, ich hätte gerne früher angefangen, Keyboard zu spielen, bloß ich hatte früher nie so, wie soll ich sagen, nie so Lust drauf, oder es hat mich einfach nie so richtig gereizt wie eine Gitarre, weil Gitarre ein schönes Instrument, muss ich sagen. Man zieht auch viele Frauen an damit, so ein Nebeneffekt auch noch dazu. Nee, einfach, wie gesagt, Gitarre ist einfach ein geiles Instrument und das hat mich einfach mehr früher angetan als ein Keyboard. Und jetzt bereue ich es ein bisschen, weil ich habe euch ja im Video schon gesagt, ich kann leider kein Keyboard spielen und es ärgert mich wirklich. Aber ich versuche halt alles durch Gehör und durch meine musikalische Ader, sag ich mal, irgendwie das Beste draus zu machen. Es ist zwar schwieriger, viel mehr Aufwand als die, wo Keyboard spielen können, aber es geht trotzdem. Deswegen will ich euch sagen, Leute, wenn ihr, ich habe das heute schon wieder in einem Video gesehen, wenn ihr irgendwelche Ziele vor Augen habt, wie gesagt, egal was, ob Musik oder ob ihr für irgendwas spart oder wenn ihr mal bestimmten Urlaub fahren wollt, Leute, kämpft dafür. Ich mache auch nichts anders. Ich habe noch keinen Plattenvertrag, ich habe noch gar nichts. Ich mache das hobbymäßig und mein Ziel ist halt einfach irgendwann mal das beruflich umzusetzen, einfach damit mein Geld zu verdienen. Wie gesagt, ich will auch keine Millionen verdienen oder so, sondern ich will so viel verdienen, damit ich leben kann, so wie jetzt. Und einfach meine Zeit in das zu stecken, was mir Spaß macht. Ja, ihr könnt es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, ihr kennt vielleicht die Träume selber ein bisschen, wenn ihr sagt, ja, ich will unbedingt das und das machen. Ja, da müsst ihr kämpfen, ihr müsst hart dran arbeiten. Bei mir ist halt selber so, ich habe wenig Zeit jetzt hier Musik zu machen. Ich versuche halt echt am Wochenende mich viel hinzusetzen, um Musik zu machen. Viele Freunde von mir gehen halt am Wochenende feiern, ich bleibe daheim und mache die Musik. Ja, es gibt halt Vor- und Nachteile, aber das muss jeder für sich selber wissen. Und genau, das war jetzt einfach nur so ein kurzer random Vlog, sag ich mal. Und genau, sonst Leute, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Ideen, was ich hier auf dem Kanal bringen kann, gerne schreiben unten in die Kommentare oder auf Instagram. Ihr wisst ja, da bin ich am aktivsten unterwegs. Ich blende es euch jetzt hier auch nochmal ein. Wenn, unten ist ja mein Instagram-Account auch verlinkt, könnt ihr einfach draufklicken, mir schreiben und ich werde euch auf jeden Fall antworten. Was ich auch noch sagen wollte, richtig geil von euch, ich habe jetzt wirklich noch keine professionellen Videos gedreht. Das heißt, ich habe einfach nur so, ja, so wie ich bin, einfach kurze Videos gemacht, interessante Videos, finde ich zumindest und viele andere dann auch. Ich habe jetzt zum Beispiel auf ein Video über 1100 Klicks oder so, dachte ich mir so, okay, was geht hier ab, Leute? Ja, es ist halt einfach ein geiles Gefühl für eine Arbeit, belohnt zu werden in der Hinsicht, weil bei YouTube wird man ja meistens durch die Klicks belohnt, sage ich mal. Und wenn man halt sieht, ein frischer Kanal, ich habe den wirklich 2018 erst eröffnet, habe jetzt schon 24 Abonnenten oder so, das finde ich richtig geil. Das heißt, vielen Dank an euch 24 Leute, die das Video sehen, oder an die anderen Leute, die das Video auch noch sehen werden. Macht weiter so, würde mich freuen. Und in diesem Sinne, Leute, wie gesagt, Fragen, Antworten, sonstiges, einfach unten in die Kommentare schreiben auf Instagram. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video, wie gesagt, in einem Monat. Nee, in dem nächsten Monat kommen Motorvlogs. Und dann würde ich sagen, ciao, Leute!